Okay, voilà, Leute, hier sind wir wieder bei einer Runde Arki. Und wir wollen heute ein bisschen tamen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber hey, wir werden es auf jeden Fall rausfinden. Ich will so ein Triceratops-Trick. Hier vorne ist der Trick. Leute, ich weiß nicht, ob ich den alleine schaffe. Das Ding ist, glaube ich, mörderaggressiv. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, ob die hier Bärchen frisst. Oder ob der hier Fleisch frisst, aber ich bild mir ein, der frisst Bärchen. Ich weiß auch allerdings auch nicht, wie viele Leute. Bitte hatet mich jetzt nicht. In der Notfall mache ich das Ding einfach tot. Oder das Ding macht mich tot. Ich weiß es jetzt nicht genau. Soll ich mir vielleicht vorher noch ein paar Bärchen grappen? Was für ein Level hat der denn? Ich hoffe jetzt nur 2 oder so. Wundervoll. Leute, als hätte ich es gewusst. Einstein. Leute, was essen die denn am liebsten? Das geht ja dann, glaube ich, immer ein bisschen schnell. Oh, wir haben irgendwelche Seeds geerntet. Finde ich ganz nice eigentlich. Okay, Leute, ich werde jetzt hier... Wir haben ein paar von diesen Narakoto-Bärchen und wir bräuchten ein bisschen Wasser. Und wir werden unser Essen natürlich jetzt... Ah, Leute, das ist vielleicht jetzt nicht so eine gute Idee, jetzt das Ding zu tamen. Oder probieren zu tamen. Und ich hoffe auch, dass 35 Steinchen reichen. Beziehungsweise 36 für das Ding. Und ich hoffe, dass es sich irgendwo verbuggt. Really? Leute, so viel Glück muss man erstmal haben. Ein Glück, dass es nicht funktioniert hat. Okay, und jetzt bitte... Oh, das wäre jetzt fast... Oh, shit, Leute. Oh, shit. Oh Leute, ich glaube, das Ding ist schneller wie ich. Kann ich es hier zum Festbacken bringen? Bitte springe durch! Nein, Moment! Ja! Oh oh. Oh shit! Böses Fail, Leute. Wuhu! Oh, scheiße! Leute, der, wenn uns jetzt nochmal trifft, dann sind unsere. Oh, da sind unsere Knochen gebrochen. Oh, scheiße. Oh Leute, das ist echt mega schwer, dieses Ding zu killen. Wir müssen ein bisschen ausruhen. Hoffentlich zerstört. Mach bitte nicht. Geh weg von meinem Haus. Hör auf, mein Haus kaputt zu machen. Oh, er hat sich echt verpackt, oder was? Nein, er macht mein Haus kaputt. Leute, das ist ein Holz. Oh, shit. Hey, Mate. Der hat mein Lagerfeuer kaputt gemacht, aber das ist nicht so schlimm, Leute. Oh, mein Griff. Leute, wir haben es geschafft. Er liegt hier direkt vor mein Häuschen. Access Inventory. Okay, Leute, wir legen jetzt erstmal rein diese Bärchen. Wir legen hier ganz viel von diesen Bärchen rein und von diesen Bärchen. Ich weiß gar nicht, was der alles frisst. Oh mein Gott, Leute, wir haben es geschafft. Oh, Taming-Effizienz ist 80. Leute, das ist schon mal gar nicht übel. Wir haben in unseren Häuschen auf jeden Fall noch ein paar Bärchen. Die packen wir alles ins... Leute, der frisst ja wie ein Schwein. Ich weiß nicht, ob du die auch frisst. Ich nehme die einfach mal mit, Leute. Türe zu. Ey, was ist denn das? Ah, das sind diese... Leute, der frisst ja ununterbrochen. Oh mein Gott, Leute, der frisst ja richtig... Der haut ja richtig auf den Putz hier. Oh Leute, ich muss hier definitiv mehr Bärchen besorgen und das aber recht. Oh Mate, du siehst hier nicht, dass der Mate hier rumliegt. Ich brauche Bärchen, ganz viele, ganz schnell. Nicht keine Steine! Leute, ich muss Sträucher looten bis zum geht nicht mehr. Scheiße, ich weiß gar nicht. Muss ich den irgendwann narkotisieren oder wie das heißt? Ich hoffe, der steht mir jetzt hier nicht auf, sonst muss ich ihn wieder down machen. Komm schon! Ey, in der dritten Folge so ein richtig cooles Trike-Gerät. Das wäre natürlich overskilled. Schnell! Leute, jetzt finden wir den ganzen Fipper, jetzt wo wir ihn nicht brauchen. Ich hoffe, das Inventar ist noch nicht leer gefressen.
Komm schon, komm schon, komm schon. Nee, er liegt auf jeden Fall noch da. Ob er allerdings noch frisst, das weiß ich jetzt nicht. Und die Sträucher, die sind jetzt schon alle relativ weit weg. Frisst er noch? Ey, was ist hier los? Geht sein Ding nach oben? Leute, ich bild mir ein, das geht nach unten, ne? Frisst ihr nur bestimmte Bärchen? Scheiße, ich weiß jetzt nicht. Ich leg das jetzt alles nochmal rein. Und diese hier auch. Ja, mit den roten Bärchen geht es auf jeden Fall nach oben. Zwar relativ langsam, aber es geht nach oben. Ach komm schon, jetzt habe ich so... Was waren denn das für Bärchen, die der jetzt gefressen hat, Leute? Ich denke, jetzt wird es ein bisschen länger dauern. Es ist ein Weibchen. Komm schon, fress, mein Freund. Leute, dieses Taming, das geht wieder runter, bilde ich mir ein. Aber das ist egal, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Zeit, um vielleicht noch ein paar Bärchen zu pflücken. Ich würde jetzt gerne tatsächlich wissen, welche Bärchen waren denn das, die der jetzt vorher gefressen hat. Also diese blauen frisst anscheinend nicht gerne, diese gelben auch nicht. Diese roten anscheinend auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, welche Bärchen es noch gab, Leute. Ey, ein Stein. Fipper. Waren das die lila Bärchen, Leute? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ey, was haben wir jetzt... Aber was haben wir jetzt aufgehoben, Leute? Was war denn das Schwarze jetzt? War das so ein hier, wie heißt denn das? Dieses Schocker-Wiederbelebungsgerät? Bärchen! Komm schon, Leute, das wäre mein erster Trike. Nach meinem getamten Dodo. Und nach meinem gecheateten T-Rex. Okay, Leute, wir sind selbst ziemlich am Ende. Ich muss jetzt dann hier leider Gottes mein letztes Fleisch hier essen. Ich denke mal, das werde ich ein bisschen aufheben oder verteilen. Dann fresse ich jetzt eines. Werde dann schnell hier runtergehen. Werde dann mich mal kurz abkühlen, beziehungsweise schnell ins Wasser hüpfen. Oh mein Gott, Leute, das dauert ja Ewigkeiten. Was könnte ich denn hier reinlegen? Die hier... Die gelben, der mag hier anscheinend gar nichts. Und von diesen Bärchen hier können wir auch was reinlegen. Wir können doch mal die Lilanen probieren, Leute. Waren es die Lilanen, die der gefressen hat? Frisst er nach der Reihe oder frisst er einfach das raus, was ihm am besten schmeckt? Ich weiß jetzt nicht. Ess, mein Freund, ess bitte die hier. Komm schon, es! Leute, der frisst echt diese Lilanen hier. Ich glaub's nicht. Der frisst die Lilanen. Soll ich ihn vielleicht mal zwangs ernähren mit diesen Narkotikbären? Ey, wo steht denn das hier? Ach so, ich glaube, das ist sowas wie benebelt sein. Voller Droge, ich habe keinen blassen Schimmer. Leute, ich will jetzt nochmal kurz in das Inventar in den werfen. Der frisst tatsächlich diese Macho Berry, oder wie die Dinge heißen. Diese Macho Berry. Mojo Berry. Ah, scheiße, Leute, ich habe vergessen zu trinken. Hier, diese Macho Berry, sehr schön. Oder Mojo Berries. Leute, ich habe mit ganz eigenen Händen... hier dieses Ding niedergestreckt. Komm schon, jetzt gibt er mir die ganzen gelben Früchtlein. Und die ganzen lilanen, die blauen hier. Die brauchen wir aber gerade nicht. Oh, wir haben Mojo Berry Seed. Leute, das muss jetzt pure Konzentrat sein. Das heißt, wenn ich denen das gebe, müsste der eigentlich schon von 0 auf 100 schießen.
Oh, wundervoll, Leute. Leute, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht überhaupt so gut ist, wenn man in so einem niedrigen Level dann schon so einen riesen Dino hat. Denn der frisst ja eigentlich auch relativ viel weg. Oh, bin ich hier zerschrocken. Okay, wir brauchen mehr Früchtleins. Leute, von denen gibt es aber auch so wenig. Ach komm, ich finde tatsächlich gerade im Moment wirklich nur dieses scheiß Fipperzeug und diese Azulbeere. Komm schon! Leute, es kann doch nicht sein, dass ich von diesen ganzen Früchtchen, was ich jetzt hier, oder von den ganzen Büschen, was ich jetzt gefarmt habe, habe ich 18, 22, 12 und nur 2 Mojo-Beeren. Komm schon! Ja, okay, ich glaube, wenigstens müssen wir uns um Fipper keine Sorgen mehr machen. Hier haben wir noch ein paar Mojo-Beeren. Okay, Leute, mir ist es egal, da muss er denn mit den anderen Bächen hier klarkommen. Ich muss hier allerdings dann gleich mal zurück, weil ich habe nämlich Angst, dass der mir hier wieder aufsteht. Komm schon, noch ein paar Mojo-Beeren. Es gibt es nicht. Leute, ich finde einfach keine. Und bis ich wieder zurück bin, sind die zwei, was ich habe, wahrscheinlich schon wieder vergammelt. Okay, ist egal. Ich gehe jetzt erstmal zurück, Leute. Er liegt auf jeden Fall noch da. Und wie sieht's aus? Ja, Hälfte, Hälfte. Ey, der frisst aber verhältnismäßig langsam, muss ich jetzt sagen. Ich lege einfach weiterhin alles ins Inventar. Was ist denn? Ach, das sind die Samen, Leute. Okay, ich habe das Gefühl, der frisst irgendwie so nach Belieben. Alles, was ihm so gerade schmeckt irgendwie. Okay, aber wir sollten ihn trotzdem vielleicht ein bisschen unter Drogen setzen. Und da geben wir ihm gleich noch welche. Aber das sinkt, glaube ich, allerdings auch meine Taming Rate, oder wie das Ding heißt. Oh, tatsächlich, die geht echt nach unten. Schön weiter essen, mein Freund. Ess! Leute, warum isst er denn nichts mehr? Ich mache das jetzt einfach Remote Use Item. Geht es dann nach oben? Wenn ich das jetzt wüsste. Wir müssen doch irgendwann übers I kommen. Okay, wir probieren es einfach nochmal mit denen. Leute, wir kommen nicht übers I. Was ist denn hier los? Braucht ein Tropfen Wasser? Ich weiß nicht. Wir brauchen einen Tropfen Wasser. Oh, hier ist ein Fischi. Oh, scheiße, Leute. Wir haben selber nichts mehr zu essen. Leute, wir kommen nicht übers I. Ich weiß nicht, wo jetzt das Problem liegt. Komm schon, mein Mate, komm schon. Regen, wundervoll. Vielleicht hilft uns das gerade hier ein bisschen weiter. Leute, hätte ich mir diesen Mörser vielleicht freischalten sollen? Ich hätte mal gesagt, nach dem C werden wir hier dem wieder so ein bisschen von diesen Narkotikbärchen geben. Okay, wir sind überm I, aber es geht sehr, sehr langsam, sehr ziehend. Okay, ich habe ihnen jetzt einfach ein paar gegeben. Ich hoffe, dass es jetzt wieder ein bisschen nach oben geht. Okay, wir sind ungefähr wieder Hälfte, Hälfte. Oh, wie viel habe ich denen gegeben? Leute, ich glaub, das kriegen wir gebacken. Der hat auf jeden Fall noch eine ganze Menge. Oh, sieht der böse aus. Minecraft ist das wundervoll. Leute, wenn das dieses blöde Kästchen hier nicht wäre, dann könnte es fast mein Thumbnail werden. Aber das können wir so machen. Einmal hier die Backspace-Taste. RIP.
einmal kurz laufen und dann machen wir hier einfach mal zip. Wundervoll! Okay. Leute, ihr frisst. Es läuft bis jetzt alles wie am Schnürchen. Er kommt aber relativ schnell zu sich. Ich meine, in der Not könnte ich hier einfach draufprügeln. Okay, uns ist kalt. Wir müssen ein Plätzchen finden, wo uns warm ist. Das wird natürlich in unseren Häuschen drin sein. Haben wir hier noch vielleicht irgendwas drin? Nee, aber wir können vielleicht ein bisschen was rein. Leute, vielleicht frisst er auch diese Stimberries. Ich hau mal die ganzen Seeds hier rein. Es spoilt mich. Ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Fipper haben auf jeden Fall jetzt eine ganze Menge schon. Die Haut haue ich jetzt hier auch rein, den Flint auch. Und das Thatch stacke ich hier mal. Okay, Leute, das sieht ganz gut aus. Leute, es sieht gerade sehr, sehr gut aus. Ich weiß jetzt bloß nicht. Ich glaube, er entscheidet sich immer für die Bärchen, die er halt gerade haben möchte. Ob es tatsächlich so ist, weiß ich jetzt nicht. Er frisst aber bevorzugt, denke ich mal, diese Mojo-Bären. Aber ich bilde mir ein, das geht immer wieder so ein bisschen runter, dieses Taming-Ding. Esma Mate. Oh, Minecraft, Leute, ich bin der King auf dem Server. Okay, doch nicht. Leute, wir schaffen's. Aber ich will nicht unter das See kommen, nicht, dass er mir tatsächlich noch aufwacht. Wenn, dann pfeife ich ihn einfach nochmal ein paar von diesen Dingen hier rein. Ich will mal schauen, ob das mir dann hier wieder was abzieht. Ja, es zieht mir tatsächlich was ab. Aber nicht vor meinem Taming. Oh, Minecraft, Leute, das ist wundervoll. Ich glaube, so viel Bärchen braucht das Ding hier gar nicht. Ich weiß allerdings auch nicht so ganz, wie ich das Ding leveln kann. Ich weiß, dass die Dinger ja auch verschiedene Level haben. Aber ich weiß nicht, wie sich das verhält, wie man hier aufsteigen kann. Wahrscheinlich, indem man mehr Gegner killt oder so. Aber Leute, wir sollten vielleicht einen Happen für uns zu essen finden. Vielleicht auf die Schnelle irgendeinen Fisch. Ist hier irgendwas? Wobei, wir hatten einen Dodo an Land. Hier hinten haben wir ein paar Fischis. Nee, Leute, das mache ich nicht. Das ist mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Ich will hier nicht noch von dem Hai gefressen werden. Und wir müssen aufpassen, dass er nicht, nicht mehr aufsteht. Oh, da ist noch einer. Okay, es dauert lange, aber wir kommen auf jeden Fall definitiv ans Ziel, Leute. Wir haben nur noch 5 von diesen Mojo-Bärchen. Sollten wir vielleicht noch ein... Moment, jetzt will ich hier gerade nochmal schauen. Leute, mir ist schon so oft passiert, dass der dann auf einmal aufgewacht ist. Und es ist dann natürlich richtig kacke. Denn dann ist nämlich der ganze Fortschritt erstmal dahin. Okay, das sollte jetzt erstmal reichen für die nächsten paar Minütchen. Dann gehe ich jetzt hier gleich wieder ein paar Bärchen sammeln. Oder Steine. Leute, ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich eine relativ langweilige Folge. Weil wir hier sehr, sehr viel bei den Dino nur stehen. Aber vielleicht haben wir danach sogar einen Dino und wir gehen halt sehr, sehr viele Bärchen pflücken. Und ich denke mal, dass wir danach eine Armee von Dodos machen werden. So geschätzte 20 oder 25 Stück. Leute, das wäre natürlich amazing. Das habe ich noch nicht gesehen. Und ich würde es ja echt mal gerne probieren, ob das tatsächlich, ob wir da vielleicht so ein riesen Ding niederbekommen würden. Ich meine, da wird es die Masse natürlich machen. Okay, Leute, aber wir kriegen wieder nur sinnlose Bärchen, die vielleicht, ja, vielleicht nicht gerade sinnlos sind, aber für den Dino hier anscheinend gerade sinnlos sind. Komm schon, gib mir von diesem Mojo-Bären ein paar. Leute, die sind wirklich schwer zu finden, muss ich jetzt mal sagen. Liegt der noch da? Der liegt noch da. Ein Glück, dass sein Mate ihn gerade nicht sieht. Was für ein Level hat der denn?
Oh yes, 4 Mojo-Bärchen. Der ist auch schon defekt. Das ist ein Level 3. Okay, Leute, wir müssen gleich wieder zurück. Ich habe nämlich Angst, dass der mir hier wieder aufwacht. Oh, oh. Nicht dein Mate anschauen, Mate. Wie sieht's bei ihm aus? Ah, wundervoll. Leute, das sieht sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Wir geben jetzt einfach nochmal diese Mojo-Bärchen. Und dann bin ich gespannt, was er hier als erstes frisst. Und er frisst. Ich bin mir ziemlich sicher, diese Mojo-Bärchen. Ich würde mich ja schon zufrieden geben mit Gummibärchen. Ess, mein Freund, damit du groß und stark wirst. Ja, er ist sie tatsächlich, Leute. Aber wir sind nur noch bei Taming-Effizienz 49,8. Und ich muss ihnen leider schon wieder ein paar von den Bärchen geben. Es war das falsche Inventar. Wir geben jetzt einfach mal 5. 49,8. Wir sind noch im grünen Bereich, Leute. Es dauert zwar lange, aber wir werden es auf jeden Fall schaffen. Unser Fleisch ist schon fertig. Wundervoll! Oh, jetzt habe ich es wieder auf die falsche Taste gelegt. Auf das 7 wollte ich es haben. Okay, erstmal für ein bisschen... Was sagt der Tacho überhaupt? Leute, wir haben 1.43 Uhr in der Nacht. Komm schon mal, Mate. Steh auf und werde endlich mein. Leute, ich bild mir aber ein, es wird einfach nicht mehr. Oder nur in ganz kleinen Schritten. Komm schon, ess. Leute, ich mache mich hier nochmal kurz auf die Suche. Uns ist natürlich kalt. Ach du Kacke, Leute, hier unter Wasser sehe ich natürlich überhaupt nichts. Hinten erkenne ich ein Licht. Ich denke mal, das ist der Mond oder hier dieses Gebäude hier. Nee, Leute, es wird langsam, aber sicher. Boah, das wäre jetzt natürlich total fatal. Würde ich jetzt noch sterben? Habe ich hier noch irgendwas, was ich vielleicht reinlegen könnte? Ja, die Stimberries. Leute, wollte ich denen nicht geben oder mal testen, ob das funktioniert? Ich probiere das mal. Zum Schluss haben wir hier eine extrem hohe Taming-Rate. Wir legen jetzt einfach mal... nicht die Samen, die wollen wir nicht. Das da hier will ich reinlegen. Ich will nur mal schauen, ob der das frisst. Wir sind bei einer Taming-Rate von 42,3. Und frisst er jetzt eine von denen? Ne, ich glaube, der mag die nicht. Frisst du eine von denen? Komm schon. Ne, er mag die tatsächlich nicht, glaube ich. Leute, wir haben es bald. Das könnte ziemlich eng werden mit diesen Narkotikbärchen. Allerdings haben wir schon wieder das Problem, dass wir jetzt nichts zu essen haben. Jetzt habe ich dem wieder so viel reingelegt. Wir legen einfach was in unser Inventar. Und dann gehen wir einfach diese paar Bärchen fressen. Ich mache die jetzt mal auf 10er-Weise. Kommt es darauf an, wie ich esse? Aber meine Hähnchenkeule unten, die bewegt sich ja echt null, Leute. Ich habe jetzt 10 Bärchen gefressen und von diesen 10 Bärchen habe ich so ein, ja, ich sag mal, 2 mm ungefähr. Leute, es ist bald fertig, oh mein Kräft. Jetzt will ich nichts dem Schicksal überlassen. Leute, ich gebe dir jetzt nochmal Narkotikbärchen. Nochmal, oh nein. Drop all items, nein. Zenzel, was habe ich denn jetzt gemacht? Remote Use Item, das wollte ich jetzt machen. Leute, ich will jetzt hier nichts in Zufall überlassen. Wir sind so nah am Ende. Leute, wir schaffen so Minecraft. Das ist ja wundervoll. Oh, Leute, und mit diesen Dingen hier, das ist echt... Es sieht aus wie meine fetten Augenbrauen, aber es sind tatsächlich nicht meine Augenbrauen, meine... Oh, Leute, ich habe hier sogar einen Abdruck von der Brille. Da seht ihr mal, wie alles hier auf Moppets Gesicht klemmt. Oh, das tut schon so ein bisschen weh an den Ohren. Dann muss ich mal hier die Bügel wieder ein bisschen nachbearbeiten. Okay, Leute, wir haben auf jeden Fall
Und sein Trike gleich getamed. Oh Minecraft, Leute, das ist wirklich amazing. Ist zwar nur, ja, Level 2, aber ich denke mal, er wird uns auf jeden Fall schon ein bisschen beschützen können. Oh mein Gott, wie muss ich das wohl anfühlen hier drauf? Jetzt weiß ich allerdings nicht. Leute, kann man hier jeden x-beliebigen Sattel draufschmeißen? Braucht ihr noch ein paar Narkotikbärchen? Wenn er wieder unter See fällt, Leute, werde ich definitiv ihm so ein paar Bärchen geben wieder. Wir sind aber gleich am Ende, Leute. Ich lege jetzt hier schon mal meinen ganzen Müll in meine Hütte. Ach du Scheiße, Leute, ich bräuchte hier innen auch schon fast ein Lagerfeuer. Okay, Stimberry Seeds. Leute, ich glaube, wir haben schon alles Mögliche an Samen. Was ich jetzt ziemlich cool finde, wäre jetzt mit dem Garten, oder wäre ein Garten. So, wir haben jetzt eine ganze Menge Fipper. Können wir das noch auf die 100 stacken? Ja, sehr schön. Wir haben jetzt eine ganze Menge Fipper, allerdings fehlt uns jetzt hier ein bisschen Thatch. Und ein bisschen Wood und ein bisschen Stein. Leute, nichts dem Zufall überlassen. Ich gebe dir jetzt nochmal Narkotikbärchen. Wir sind gleich fertig, Leute, wir sind gleich fertig. Mofa freut sich, Mofa freut sich. Oh mein Gott, Leute, das ist amazing. Komm schon! Gib mir noch das kleine Stück. Leute, es wird eine Folge mit Überlänge. Ich denke, dass ich die, oder wahrscheinlich habt ihr gesehen, dass ich die wahrscheinlich in ein paar Stücke zusammengeschnitten habe, damit ihr nicht ganz so lange zuschauen müsst, wenn ich hier das Ding hier die ganze Zeit betrachte. Denn sonst wird es ja nur, ja sag ich mal, schon fast ein Standbild mit meinem Gelaber dahinter. Und da kann man ja gut und gerne drauf verzichten, Leute. Komm schon! Fress noch ein Bärchen und dann soll es soweit sein, mein Mate. Komm schon! Komm schon! Leute, ich drücke die letzte jetzt auf jeden Fall. Ich muss in sein Inventar. Ich drücke die den jetzt rein. Der frisst hier die roten und fress. Funktioniert! Leute, es geht nicht mit diesem Remote. Ich glaube, der muss es tatsächlich selbst fressen. Und jetzt steht er bestimmt auf, Leute. Und dann wäre ich ziemlich angepisst, glaube ich. Erstmal, Mate. Los! Los! Oh! Leute, es wird interessant. Es wird sehr interessant. Wir sind gleich wieder unterm C. Komm schon! Yes! Amazing! Leute, wir haben einen Dreieck! Wir haben einen Dreieck. Das ist wundervoll. Sehr schön, Leute. Wir haben einen Dodo. Wir haben ein Ding geknallt. Wir haben einen so von diesem Ding. Das war auf dem Twitch-Server. Und jetzt haben wir sogar so ein Trike auf jeden Fall. Und wir nennen das Ding. Schreibt mir Namen in die Kommentare unten, dann werde ich das Ding umbenennen. Ich nenne den jetzt einfach mal. Wie könnte ich den denn jetzt nennen? Ich nenne den jetzt einfach mal Honda. Er kommt naheliegend auf jeden Fall an Moped. Und accept. Amazing! Amazing! Oh mein Gott, Leute, ist das ein amazing Gefühl. Ach du Kacke, kann ich hier viel machen. Unclaim. Enable Wandering. Okay, nee, das wollen wir jetzt nicht. Leute, ich will, dass er mir hier auf jeden Fall auf Schritt und Tritt folgt. Der hat hier auf jeden Fall noch das ganze Inventar drinnen. Die Narkotikbächen braucht er jetzt erstmal nicht. Okay, liebe Leute, ich hätte gesagt, wir belassen es erstmal von dieser Folge. Ja, dann hätte ich mal gesagt, werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten wiedersehen und dann schauen wir mal, was wir mit dem lieben Honda so anfangen können. Ja, liebe Leute, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Euer Mofa Bully. Bye, bye.